Hallo liebe Klemmersteinfreunde, ich bin Axel von Steinreich TV und willkommen zu einem weiteren Haul-Video, diesmal hier in meinem neuen Setup, das ein bisschen schwieriger ist tatsächlich, die Haul-Videos jetzt umzusetzen, aber ich probiere es mal. Herausforderungen sind dazu da, gelöst zu werden, sie zu überkommen. Ja, und das machen wir jetzt. Da ist der Haul. Ist gar nicht so viel, sind nur zwei Sets, von daher, das ist jetzt so mal der Testrun, ob es funktioniert, und dann, wenn es funktioniert, sehen wir weiter, oder sonst muss ich es halt wieder anders machen. Wir finden eine Lösung. Wir fangen einfach mal an. Es sind wieder gebrauchte Sets. Ja, es ist jetzt gerade Black Friday Woche. Es gibt überall Angebote, es gab bei Lego VIP-Wochenende, es gab bei Amazon Spanien gab es das Hogwarts, dieses Architektur-Hogwarts für sehr günstig, und es gibt immer noch überall Angebote, und bei Bluebricks gibt es Angebote, Bluebrick, und was habe ich gemacht? Ich habe nichts davon gekauft. Null, nada! Ich habe mir nur einen Rechner gekauft, ich habe nicht so viel Geld gerade über. Das ist das eine. Und ich habe gebrauchte Sets gekauft, und ich habe am Wochenende kriege ich noch einen ganzen Schwung weiterer gebrauchter Sets. Von daher gebraucht oder von privat halt, also nicht von Händlern. Und deswegen ich habe genug im Baustau, ich habe genug im Zulauf. Da muss ich jetzt nicht groß einkaufen, und tatsächlich hat mich keins dieser Angebote so richtig, richtig, richtig interessiert. Bei Bluebricks wäre ich fast schwach geworden, bei Burg Eltz, aber die ist ja zum Glück jetzt gerade nicht mehr im Angebot. Wie gesagt, da wäre ich fast schwach geworden. Ich weiß gar nicht, was es diese Woche gibt, heute. Muss ich mal schauen. Also, machen wir einfach mal auf, was hier drin ist. Spannend, wie Private ihre Sachen verpacken. Küchenrolle. Es ist ein Set in OVP. Kommt ja bei mir selten genug vor. Und wir haben von Pantasy den iGame PC, die 85004. Ich habe ja von Pantasy schon das ein oder andere Rezensionsexemplar bekommen. Nee, stimmt ja gar nicht. Ich habe ein Rezensionsexemplar bekommen. Seitdem ist Stille. Wahrscheinlich haben das zu wenige Leute angeguckt oder zu wenig auf den Bestell-Link geklickt. Ich renne den aber auch nicht hinterher und sage, oh, bitte geschickt mir nochmal ein Rezensionsexemplar. Wenn die auf mich zukommen, ich mach's, ich baue gern, ich nehm gern Sachen, aber ich renne den jetzt nicht hinterher. Den hätte ich vielleicht auch kriegen können, wenn ich es gemacht hätte. So habe ich ihn jetzt gekauft. Ich meine sogar von einem anderen Rezensenten, der das Ding kostenlos zugeschickt bekommen hat. Da habe ich es jetzt relativ günstig geschossen, und von daher sind beide glücklich. Er, dass er noch ein bisschen Geld gemacht hat, und ich, dass ich es relativ günstig bekommen habe. Jetzt will ich nur mal kurz aufmachen und reinriechen, weil er hat gesagt, er hat es im Rauchzimmer aufgebaut. Sogar noch wieder in die Original Pantasy Knisterbeutel verpackt. Das finde ich jetzt witzig. Da stinkt nichts nach Rauch, das ist okay. Das ist die Anleitung. Das ist der PC. Naja, das ist jetzt die Auflage. Ich glaube, in der Originalauflage waren auch Figuren drin oder sowas. Das sind jetzt keine drin. Das sind die als Muster rausschicken. Da sind dann keine Figuren mit drin. Aber naja, brauche ich nicht. Pantasy baue ich sehr gerne. Bin mal gespannt, ob die
jetzt da einfach nur reingeworfen wurden in die Tüten oder ob die auch tatsächlich nach Bauabschnitten wieder sortiert sind. Ich bin gespannt. Das ist auf jeden Fall mein erster Kauf. Bin ich jetzt schon mal zufrieden, dass der nicht stinkt. Das war so ein bisschen die Befürchtung. Und ja, ansonsten passt. Sehr gut. Erster Kauf, bin ich schon mal sehr zufrieden. So, zweiter. Es geht euch nichts an, von wem ich da Sachen bekomme. Ihr wollt das sicher nicht, dass das im Netz auftaucht. Aber das habe ich zumindest mal die Kiste schon mal aufgemacht, aber ich habe noch nicht reingeguckt. Warum ich die Kiste überhaupt aufgemacht habe, fragt mich nicht. So. Haben wir einen Reobrix-Karton. Steht aber nichts drauf. Hinten sind Reobrix-Modelle abgebildet. Verdammt, das ist schwer. Die sind aber nicht drin. Ich mach mal auf. Guck mal, was drin ist. Oh. Und ihr seht, es sind es sind original verpackte Reobrix-Tüten. Das Ding wurde nicht gebaut. Das Ding ist neu. Ich weiß nicht, warum der keine Lust drauf hatte, das zu bauen. Aber auf jeden Fall habe ich ein neues Set von privat. Günstiger, als wenn ich es mir selbst aus China importiert hätte. Oder ungefähr der Preis, wenn ich es günstig per Zug importiert hätte. Von daher sehr guter Deal, ohne dass ich dafür dann wochenlang auf den Zug warten musste, monatelang. Und von daher passt das. Und zwar, was haben wir hier drin? Wir haben hier von Reobrix das Planet Book Star Revenge Explorer. Das ist dieses, hier steht's. Planet Book. Es gibt ja von Reobrix diese verschiedenen Bücher, die aufgeklappt hier so eine Landschaft, so eine Diorama bilden und dann kann man es zuklappen und dann steht es wie ein Buch im Regal und dann kann man von vorne noch reingucken und da gibt es auch eine Beleuchtung dabei. Gibt es ja schon einige und das ist eben das Star Wars Reobrix Buch. Und ja, da sieht man ja hier die TIE Fighter und hier die X-Wing. Das ist der Anflug auf den Todesstern oder im der Trench Run im Todesstern, im Graben. Und genau, das wird hier dargestellt. 3000 irgendwas Teile. Schon die Anleitung ist schwer. Wahnsinn. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Hier mit Reobrix Logo und Deutsch. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Da bin ich gerade etwas überrascht. Haben die einen offiziellen Vertrieb hier in Deutschland? Bin ich jetzt gerade ein bisschen überrascht. Aber die verweisen Reobrix Official Store auf Amazon. Interessant. Also, gut. Das ist das. Und das war schon wieder mein Haul. War nicht so wahnsinnig viele Sets, trotzdem nicht zu wenig Teile. Also ich denke, ich weiß nicht, was der iGame, der Pendency, die sagen immer keine Teilezahl. Ich würde sagen irgendwas unter 1000. Und dann hier 3500, sowas. 4500 Teile oder sowas. Ist wieder... Ein schöner
Schöner Haul, finde ich. Und nächste Woche gibt es auf jeden Fall mehr, weil, wie gesagt, am Wochenende treffe ich mich mit einigen Klemmbaustein-Freunden persönlich aus dem Klemmbrett. Und ja, von denen habe ich einiges abgekauft. Das werde ich dann hier nächste Woche euch präsentieren. Ein etwas größerer Haul, das weiß ich auf jeden Fall. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles dort mir zurücklegen habe lassen, was mir mitgebracht wird. Ich bin total gespannt. Es wird auf jeden Fall... Ich trage auch einiges hin, aber ich werde auf jeden Fall einiges wieder mit nach Hause bringen und euch damit dann hier auf dem Kanal beglücken. Freut euch drauf. Bis dahin. Nein, ihr kriegt am Wochenende ein Video. Da habe ich eins vorbereitet. Das werde ich noch hochladen. Aber also da könnt ihr, kriegt ihr noch Inhalte und mich seht ihr dann nächste Woche beim nächsten Haul-Video wieder. Egal, wann ihr wieder reinschaut, ich würde mich freuen, wenn ihr es tut. Bis dahin, euer Axel von Steinreich TV. Tschüss.